So, herzlich willkommen bei Clueless. Wie ich euch versprochen habe, gehen wir jetzt erstmal in Frankreich ein bisschen angeln. Es ist 20 Uhr, also perfekte Zeit. Ja, leider können wir hier keine Köder kaufen. Übrigens, ich habe eher gemerkt, ich hatte vorhin einen Level-Up gehabt. Schauen wir mal, ich habe schon 10.000 XP dazu bekommen. In 2 Stunden, es waren 6 Fische oder was? 7 vielleicht, die noch dazu kamen. Also sehr schön. So, jetzt sind wir zu meinem Nachtspot unterwegs. Ja, früher Wolfbarsche ohne Ende gefangen hier. Die sind ja weggepatcht worden. Also man fängt dann nur noch am Tag 2, 3 Stück. Wie ich schon sagte, beeilt euch mit Italien. Jo. Was mir hier noch fehlt, ist irgendwie eine Ignore-Liste. Wir hatten hier nämlich gestern einen Troll gehabt. Und da kannst du nichts dagegen machen. So. Ich gehe mal auf die Karte. So, hier sind wir richtig. Und hier wollen wir hin. Diese 3 Meter. Na. Ah, 2 noch was. So, erste Route. Gucken wir mal. Mittel passt schon mal, aber Köder passt nicht. Wir nehmen Krebsschwanz. Hauen den hier so. Ah, ein bisschen kurz, egal. 3 Meter passt. Ah, das gleiche hier können wir ja mit B machen. Geht schneller. Hallo. So, auswerfen nicht möglich. Sehr schön. Ah, mal wieder so ein Bug gefunden. Dann machen wir es doch mit V. Ah, düt. Auswerfen. Zielfisch ist natürlich der Aal. Ah, das war ein Ticken zu weit. Alles kein Problem. Einfach ranholen. So. Und sinken lassen. 3 Meter passt. Was sind hier noch kaputt? Ah, jetzt geht's. Okay. Ja, das Spiel ist schon ein bisschen buggy. Wieder zu weit. So. 3 Meter passt. So, jetzt warten wir natürlich auf die großen Aale, die manchmal kommen und manchmal nicht. Also Medium Haken, ihr solltet weder drunter noch drüber bleiben. Erstens, wenn ihr drüber geht, dann kriegt ihr die Krebsschwänze nicht dran. Und wenn ihr drunter bleibt, dann kriegt ihr halt nur diese kleinen Viechers. Krebsschwänze ist ja immer, so wie ich das hier im Chat lese, ein Problem. Also ich habe mir das angewöhnt, alle Fische bis 5 Kilo, die grau oder grün sind. Gut, jetzt abgesehen natürlich jetzt von den neuen Barschen, die richtig Geld bringen, verarbeite ich zu Fischen rein. Da habe ich ja noch 127. Dann gehe ich nach Russland. Stell mich ungefähr, kann ich euch nachher auch noch mal schnell zeigen, wo ich mich da hinstelle. Dann hole ich auf jeden Fall einen winzigen Haken. Ich nehme da ein Vorfach. Das ist wahrscheinlich nur Aberglaube, aber ich nehme da ein 2,5 Kilo Vorfach. Ist aber kein Problem mit dem Welsen, nicht? Ja, wie gesagt, winziger Haken und dann schmeißt man das rein. Und dann kriegt man genug Krebse, um genügend Krebsschwänze draus zu bekommen. Wenn ein Wels beißt, der zu schwer ist, also ein bisschen dicker als das Vorfach, kann ja schon mal passieren, dass so ein 3,5 oder 4 Kilo da drauf beißt auf einen winzigen Haken, obwohl das ja Quatsch ist, aber ist so. Dann geht ihr einfach zurück. Ihr geht mit der Angel in der Hand paar Meter zurück, kurbelt ihn ein bisschen ein und dann rennt ihr mit Shift nach vorne. Und dann ist sehr oft der Fisch schon in Kescher-Reichweite. Ich weiß zwar nicht, ob das so gedacht ist vom Macher, aber es funktioniert. So, und jetzt haben wir natürlich einen Vorführeffekt, ne? Aber gut, die beste Zeit ist zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens. Da kommen die dicken Brocken raus.
Und man hat ein bisschen Abwechslung, was ja auch wichtig ist. Also nur Italien. Ich schaue mir das nochmal mit dem neuen Boot an, wie das da genau funktioniert. Wenn ich da was rausfinde, werde ich euch natürlich informieren. Ich wollte ja schon letzte Woche ein Video hochladen zum Thema Wolfbarsch. Aber ja, ihr sagt, Nerf kam. Und was soll ich denn ein Video bringen von Fischen, die nicht beißen? Und deswegen, solange es nichts Neues gibt, wo ich jetzt nichts Neues entdecke, werde ich euch auch keine Videos hochladen. Denn ich denke, es gibt jemanden, der sagte mir, es gibt nur eine Sache, die langweiliger ist als Angeln, das ist beim Angeln zuschauen. Gut, finde ich zwar jetzt nicht, aber es wäre für euch jetzt nicht erquickend, wenn ihr hier jeden Tag ein Video von mir bekommt, wo ich ne, irgendwelche Karpfen rausziehe. Obwohl Karpfen tue ich eh nicht rausziehen, aber ist egal. Ich möchte aber wahrscheinlich nach Weihnachten, ich habe mir ein schönes Spiel gekauft. Da will ich mal ein Let's Play hochladen. Mal gucken, ob das bei euch ankommt. Ah, da ist er ja, der Bies. Der Bies. Der Bies. Ab und zu kann hier auch mal ein Karpfen beißen. Auf den Krebsschwanz. Ja gut, das ist natürlich ein, oh, ein Glasaal fast schon. Naja. Nicht jeder Aal kann 8 Kilo schwer sein. Also das ging schnell. Ah, das ist ein bisschen schwerer. Aber nichts Tolles. Ganze 400 Gramm. Wieder zu weit. Ne, doch, geht. 3 Meter. Da habe ich auch hier geguckt, wo man werfen könnte. Hier ist ja viel Grünzeug im Wasser und eine tiefe Stelle. Obwohl ich bis jetzt eigentlich Ahne nur im flachen Wasser geangelt habe. Oh, gut. Ist ja kein Russian Fishing 4. Wo alles realistisch ist. Wo es nicht vorkommt, dass ein 40 Gramm Fisch auf einen 50 Gramm Köderfisch beißt. Ach komm, ist egal. Das ist gerade ein Reizthema für mich. Lassen wir es lieber. XP kann ich euch hier nicht sagen, wie viel ich hier pro Nacht mache, aber geldmäßig. Ich sag mal 150 bis 250 Silber pro Nacht. Klar kann es vorkommen, dass gar nichts beißt, ne? Aber der Spot ist eigentlich relativ sicher und auch die Bisse sind relativ konstant. Ja, warte mal, bis was Gutes kommt und dann entlasse ich euch auch wieder. Schau mal gerade, wie lang die Aufnahme schon geht. Na, 9 Minuten, das ist ja noch im Rahmen. Übrigens, ich würde mich wirklich bedanken bei euch, wenn ihr mal einen Daumen hoch lasst, ein Abo da lasst oder mal was in die Kommentare schreibt. Denn nur so könnt ihr YouTube sagen, jo, push den Kluwis mal ein bisschen nach oben, ne? Wie gesagt, ich verdiene zwar nichts an meinen Videos, ich mache das ja nur just for fun, aber es ist schön.
Tja, Vorführeffekt, hallo. Übrigens, das ist jetzt Aberglaube. Aber einfach mal Hut rausholen, ein bisschen kurbeln. Also ein paar Mal hat es schon was gebracht. Aber nur, dass ich direkt nach dem Kurbeln Biss hatte. Aber ja, ich denke, ich bin jetzt kein Programmierer und ich kenne mich da nicht wirklich aus. Aber ich denke, wenn der Köder in seine Position kommt, jetzt beim Grundfischen natürlich auf den Grund aufkommt, dann hast du irgendwie ein Rädchen, ja, ein paar Würfel, die sich da rumwürfeln. Und je öfter du das machst, desto eher hast du die Wahrscheinlichkeit, dass da doch ein Fisch ist, dass die Würfel doch das Richtige zeigen. I don't know. Ist nur so eine Spekulation, naja, Spukulation. Meine Spukulationen. Der Mond sieht schön aus. Und er bewegt sich. Wow. Wenn der Genosse noch ein bisschen an den Fischmodellen arbeiten würde, aber wie gesagt, der hat, glaube ich, genug zu tun. Also nicht kein Nerv, sondern nur an den Fischen arbeiten. Ja, angeblich arbeitet er an zwei neuen Seen. Ja, das muss er ja auch. Denn diejenigen, die am Anfang hier richtig Gas gegeben haben, die jetzt Level 35 sind, die hatten natürlich die besten Möglichkeiten, ne? Sie hatten Fische ohne Ende gefangen. Und erst danach wurde es genervt. Also ich finde, da sollte es irgendwie so eine Regelung geben, dass das ein bisschen geglättet wird. Du kannst doch nicht eine Fischpopulation quasi aus dem Fisch schmeißen, aus dem Spiel schmeißen, aus dem Fisch schmeißen, aus dem Spiel schmeißen, nur weil es zu viel XP und zu viel Silber abwirft. Und dann von 100 auf 0. Das ist ein guter. Ja, 4 Kilo, aber wie gesagt, die sehen schon ein bisschen seltsam und unrealistisch aus, finde ich. Ah, gut. Jo, jetzt beißt das hier überall. Oh, das ist auch gut. Und das ist ein Brocken. Wow. Übrigens, falls ihr euch, oh, Gebimmel, falls ihr euch die neuen Übersetzungen runtergeladen habt, die neuesten Versionen, dann habt ihr noch ein Gimmick dabei. Und zwar, wenn ihr, das zeige ich euch gleich, wenn ihr, ach, das ist ein Karpfen, verdammt. Wenn ihr rechts auf den Köder klickt, da sagt er euch, für welche Spiele, für welche Fische das gut ist. Wie gesagt, ich mach. Boah, das ist zu weit. Das ist zu weit. So ist gut. Die 1. Aber so seht ihr wenigstens, dass hier wirklich die Fische beißen. Auch wenn das natürlich zum Erklären nicht so toll ist. Bumm. Übrigens, so wie ich das jetzt sehe, würde ich euch raten, wenn ihr diese Ausrüstung habt, diese 25 Kilo, so wie ich, kauft euch als nächstes nur diese High-End-Ausrüstung mit 40 oder 45 Kilo. Denn ihr kommt wunderbar mit dem Zeug aus. Natürlich gibt es Fische, da wurde vorhin ein Wels mit 107 Kilo. Das kriegt ihr hiermit nicht raus. Aber das müsst ihr auch nicht. Wenn ich bedenke, dass ihr mit, ich sag mal, zusammen mit dem hier, mit den Aalen und da, wo wir vorhin waren, was macht man da in der Stunde im Schnitt? 4, 450 ungefähr. Das geht eigentlich.
um sich wirklich die High-End-Ausrüstung relativ schnell zu besorgen. Na, also das wäre so mein Ratschlag, da nicht über diese Zwischenwege zu gehen. Klar könnt ihr diese Sachen noch verkaufen, aber ihr braucht sie nicht. So, was ich euch zeigen wollte. Wenn ihr die neuen Übersetzungen habt, beispielsweise bei Algen, Rechtsklick drauf und dann seht ihr fängig, ja, geeignet, okay. Lederkarpfen, Rotauge. Dann gehen wir auf Tintenfisch. Weißbarsch, Kopf, was? Großkopf, Meeresche. Meeresche, Weiß, bla, Flunder. Das ist sehr gut gemacht. Jetzt weiß ich auch endlich, wofür der hier gut ist. Das wusste ich die ganze Zeit nicht. Aal. Wildkarpfen. Stimmt. Kann ich bestätigen. Ich frage mich auch, was das hier ist. Gut, ich weiß zwar, was es ist, aber Rutenständer gibt es ja noch keine, glaube ich. Eigene Boote. Mal gucken. So, ich habe euch jetzt alles gezeigt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wie gesagt, ihr könnt ruhig euch ein bisschen bemerkbar machen. Sei es jetzt mit dem Abo, mit dem Daumen nach oben oder mit einem schönen Kommentar. Vielleicht auch ein bisschen Kritik, was ich besser machen kann, was ich anders machen kann. Ich bedanke mich euch fürs Zuschauen. Vielleicht bis nächste Woche. Und bleibt vor allen Dingen gesund. Falls wir uns nicht sehen sollten vor dem 24. wünsche ich euch auf jeden Fall eine ruhige Weihnachtszeit. Stress hat man genug im Leben. Und ansonsten auch alles Gute. Euer Clovis. Ciao, ciao.